Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch die besten Landing Spots für Season 5 zeigen und ich werde euch in diesem Video auch nicht nur die einzelnen Landing Spots selbst zeigen, sondern euch auch die Meta für Landing Spots in dieser Season erklären. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr natürlich gerne ein Abo da lassen. Außerdem schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung und lasst auch natürlich ein Follow da, um in Zukunft keine weiteren Streams zu verpassen. Die Landing Spots in der Season kann man tatsächlich in drei grobe Kategorien unterteilen. Als erstes haben wir mal die POIs, wie zum Beispiel Salty Towers, Hunter 7, neue Orte in dieser Season oder eben halt auch die alten Orte wie Lazy Lake oder Sweaty Sands. Das sind einfach Orte, wo man generell guten Loot einfach bekommt, jetzt nicht übermäßig krassen Loot bekommt, keine Garantien für irgendetwas hat. Es gibt beispielsweise in dieser Season ja auch keinen Ort mehr, der ein Vault hat. Das heißt, man hat in jeder Stadt eben halt immer nur ganz normale Kisten. Man geht auf jeden Fall immer Early Game Fights ein und man kann eben halt, wenn man vielleicht mal auf drei Kisten hintereinander, die man häufig eben halt in diesen Orten nur hat, dann kann man auch relativ schnell eben halt schon sterben. Das heißt, das sind eher so Spots, wo man landen sollte, wenn man am Anfang eines Tournaments ist oder sehr, sehr gut generell im W-Keen ist. Dann kann man dort landen, denn gerade in diesen ersten Runden sind die meisten anderen Gegner nicht so gut. Dann hat man eben halt meistens einen deutlich besseren Job und hat dadurch generell schon mal Vorteile über die Gegner. Und von dort aus hat man eben halt schon relativ viele Kills direkt aus dem Early Game. Und deshalb wirklich solche Spots eher nur gut, wenn man wirklich W-Keen will, wenn man sowieso ein sehr, sehr guter Spieler ist, dann kann man da natürlich landen. Wenn man aber wirklich später in Tournaments ist, beispielsweise wenn man später in den FNCS-Heats ist, im FNCS-Finale ist, wenn man dort ist, dann will man meistens eben halt eher safere Spots haben, weil man gerade nicht so viele Runden hat. Man will einfach wirklich, dass man in der Runde guten Loot hat und da spielen eben halt dann ganz andere Spots eine deutlich bessere Rolle und da werden zum Beispiel als erstes mal die Spots, die einen NPC beinhalten. Das Ganze funktioniert so, dass er meistens auf irgendeinem Haus landet und dort dann eben halt sich irgendwo der NPC befindet, also einer dieser Bots eben halt, die überall auf der Karte verteilt sind und von dem nimmt man dann eben mal die Waffe, indem man den duelliert und diese Waffe bekommt er dann, wenn er diesen Gegner duelliert und den dann eben halt auch letztendlich gekillt habt. Ungefähr 500 HP haben die, glaube ich, und dadurch bekommt er dann wirklich zu 100%, da die Bots eben halt beziehungsweise die NPCs eben halt zu 100% spawnen, bekommt er eben halt auch zu 100% in jeder Runde wirklich diese Waffe und die werden eigentlich auch zur Zeit tatsächlich relativ wenig contestet, das heißt er hat auch wirklich gute Chancen dazu, diese Waffen zu bekommen und es sind teilweise auch sehr, sehr gute Waffen. Also alle Waffen, die von den NPCs hier droppen, haben immer mindestens eine epische Rarity, zumindest von denen, die ich euch zeigen werde. Es gibt natürlich auch noch andere NPCs auf der Karte, die nicht so gute Waffen haben. Dort würde ich allerdings nicht empfehlen zu landen, sondern landet wirklich auf den NPCs, die ich euch jetzt zeige. Als erstes hätten wir da zum Beispiel den Mandalorian. Der befindet sich immer neben dem Mandalorian-Schiff. Und der Mandalorian hat eben halt die Sniper und dann das Jetpack. Jetpack ist nicht so gut, würde ich eher nicht mitnehmen. Aber die Sniper ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Damit kann man durch Walls phasen, man kann mit dem Thermal Scope der Sniper durch Wände sehen und das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch, wenn man diese Sniper eben halt hat und es ist vor allen Dingen einfach eine garantierte Waffe, die man in jeder Runde so bekommen kann, weil wie gesagt, die NPCs einfach zu 100% dort spawnen. Sucht euch einfach Häuser in der Region aus, geht dort vielleicht auf lootlake.info und schaut eben halt, wo Kisten in der Nähe sind und landet eben halt auf den Kisten und geht dann zu den Bots, denn die Bots haben eben wie gesagt 500 HP und können euch eigentlich auch sehr, sehr leicht tatsächlich killen. Selbst wenn dort ein Gegner ist, könnt ihr ihn eigentlich easy killen, weil er eben halt dann wahrscheinlich auch low sein wird, keine Ammo mehr haben wird und dadurch habt ihr eigentlich generell schon mal einen Free Kill. Mit Mandalorian müsst ihr tatsächlich auch nicht interagieren, dort könnt ihr den direkt fighten. Bei allen anderen NPCs, die ich euch jetzt zeige, müsst ihr vorher einmal mit denen interagieren und dann auf Duellieren klicken und dann bekommt ihr eben halt erst die Waffe. Wenn ihr die ansonsten killt, werdet ihr eben halt nicht die Waffe bekommen. Nordwestlich von Simisack ist beispielsweise auch ein sehr guter Spot, wo man die Dragon's Breath Shotgun bekommen kann von dem eine Renegade Raider Skin und diese Dragon Breath Shotgun ist natürlich nicht die stärkste, aber zusammen gerade mit einer P90, mit einer SMG kann man das wirklich sehr, sehr gut spielen, hat da sehr, sehr gute Kombos, es setzt eben halt auch gegnerische Gebäude in Feuer. Als nächstes haben wir dann noch den Spot beim Kolosseum, dort in der Mitte ist der Mana Skin und dort bekommen wir eben eine epische AK, wenn wir den duellieren und dort landen aber deutlich mehr andere Gegner, das heißt, es wird wahrscheinlich schwieriger sein, diese Waffe eben halt am Anfang zu bekommen und ist schon eher eben halt eine POI als eben halt ein NPC-Spot. Dann haben wir als nächstes drei weitere Spots, wo wir eine P90 bekommen können. Ein NPC davon befindet sich im Süden von Dirty Docks, ein weiterer im Westen von Holly Hedges beim Wikinger-Schiff und dann noch mitten in Slurpy Swamp befindet sich ein weiterer, wovon wir eben halt auch nochmal eine P90 bekommen können. Und dann gibt es auch noch einen weiteren Boss, der eine AK hat. Zwar ist es bei Catty Corner, dort gibt es diesen Cat-Roboter, den können wir dort eben halt duellieren, um die AK zu bekommen. Und als letztes, und das ist wirklich der absolut stärkste Spot,
Spot von allen, die es überhaupt auf dieser Karte gibt. Und zwar ist es bei Hydro 16, also neben diesem Damm westlich von Misty Meadows. Dort finden wir den goldenen Rocket Launcher, einen der einzigen, den es überhaupt auf der Karte gibt. Ansonsten kann man den sich nämlich nur erkaufen. Mit Harpune zusammen super gute Strategies, die man machen kann. Und ihr bekommt zusätzlich dazu auch nochmal die epische AK. Das heißt, ihr seid auf jeden Fall schon gewappnet, braucht eigentlich nur noch eine Shotgun und danach seid ihr einfach fertig schon mit dem Looten. Außerdem gibt es auch insbesondere neben diesem Spot im Westen von dem Spot eine Slurp Chuck, wodurch ihr auch Full Shield bekommt. Generell gibt es sehr, sehr viele Spots auf dieser Karte, wo man Slurp Chuck findet, deutlich mehr als in der letzten Season. Das heißt, haltet dort auch ein bisschen Ausschau, so in der Region, auch beispielsweise westlich von Steamy Stacks gibt es einen weiteren Slurp Chuck, der wird allerdings häufiger genommen. Bildet dort einfach eure eigene Lootroute rundherum. Wie gesagt, sucht euch einfach ein paar Chests aus, die in der Region dort sind. Dann hatte ich schon angesprochen, dass es auch sehr, sehr gute Angelspots in dieser Season gibt. Die Angelspots befinden sich eben halt hauptsächlich am Wasser, das heißt einmal rundherum um die Map, beispielsweise oben nordwestlich von Craig Cliffs gibt es einen guten Spot, nördlich von Misty Meadows, dort sind auch sehr, sehr viele Angelspots, Camp Cod natürlich ebenfalls. Diese Spots sind eben auch wirklich nur dafür ausgebaut, dass man eben halt wirklich angelt, das heißt, es geht nicht darum, dass ihr erst lootet, danach angelt, sondern vielleicht auf einer Kiste landet, wenn euch vielleicht ein Gegner contestet, aber ansonsten geht es wirklich nur darum, dass ihr dauerhaft am Angeln seid und ihr braucht gar nicht so lange angeln, denn es gibt wirklich sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Items, die ihr aus den Angelspots immer bekommen könnt und das wurde in der Season nochmal gebufft. Es gibt nämlich unter anderem einmal den Riftfish und dann noch den Zero-Point-Fish. Mit dem Zero-Point-Fish hat man eben halt diesen Dash-Jump. Mit dem Riftfish hat man einfach einen Rift-to-go, was absolut overpowered ist und ihr könnt zusätzlich locker eine epische oder mindestens mal blaue Waffen rausbekommen und da findet ihr immer AKs raus, ihr findet Tags raus und teilweise auch noch SMGs, die ihr da rausfinden könnt. Das heißt, eigentlich alles, was ihr überhaupt braucht, bekommt ihr eigentlich aus diesen Fishing-Spots. Wie gesagt, alles ab einer Rarity von einer Blue. Man kann natürlich auch die restlichen Routen, vielleicht wenn man beispielsweise oben beim Leuchtturm landet, kann man danach das ja auch einbinden, dass man vielleicht an einem Spot vorbeikommt, wo man noch angeln kann und damit kann man wirklich extrem krassen Loot bekommen und ist eigentlich genauso gut wie die NPCs. Natürlich kann man es auch machen, dass man vielleicht erst bei einem NPC landet, dort einfach eine gute Loot-Route um diese Spots ausbildet, dann werdet ihr auf jeden Fall einen großen, großen Vorteil im Gegensatz zu vielen Gegnern haben. Ich hoffe, euch hat dieses Video auf jeden Fall weitergeholfen. Schreibt natürlich wie immer gerne Feedback in die Kommentare und dann hoffe ich, sehen wir uns nachher im Stream oder morgen im Video wieder. Bis dahin, ciao.